Einen Kackhaufen habe ich auch. Warum seht ihr eigentlich das Spiel nicht und warum sagt mir keiner was davon? Ist das unscharf? Keine Ahnung. Ich hab das Lama, was ein Lama ist und nie was anderes war. Dann habe ich so ein Katzen-Emoji, das lächelt. Ein Kackhaufen. Ein Einhorn. Und das Faultier. Das Faultier ist am geilsten. I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my part. Ja, das war echt nett. Das war das erste Mal, dass er nicht scheiße war. Genauso wie der Rektor nicht scheiße war, als ich ihn besoffen gefunden habe. Aber erstmal alles stalken. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Gott, die Haarfarbe von Chloe geht ja gar nicht. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Ach was. Can I check out the news on this old laptop? Oh, at least we haven't been identified. Yet. Vorfall von Amsterdams. Polizei und Feuerwehr reagiert auf einen Einbruch und einen Fall von Vandalismus auf dem Campus der Blackwell Akademie. Um 1.30 Uhr morgens. Punkt. Die Polizei hat noch keine Angaben zu möglichen Verdächtigen gemacht. Und da würde jetzt wahrscheinlich auch stehen, dass 1500 Euro aus der Behindertenkasse geklaut worden wären, wenn ich das gemacht hätte. Die Polizei verhaftet einen nackten Mann mit Schwert am Up All Night Donuts in der Nähe der Peckinpah Road um ca. 20.52 Uhr. Der noch nicht identifizierte Mann stand unter dem Einfluss von Energy Drinks. Seht ihr, Energy Drinks sind gefährlich. Und versuch's nicht nochmal auszusprechen. Er bleibt bis zum Abschluss der Ermittlung ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Uff. I have to go. Especially since Kate's parents aren't going to bury her here. Oh. Oh Gott, da will ich nicht hin. Oh Mann, ich will da nicht hin. Beerdigung einer Blackwish-Schülerin. Eine öffentliche Zeremonie für Kate Marsh, 18, am Dienstag verstorben, wird um 14 Uhr am Samstag, dem 12. Oktober, abgehalten. Die Familie bittet um Spenden an ihre Kirchengruppe mit Blackwell als Mittelsmann. Die Familie plant eine private Zeremonie und Beerdigung an einem anderen Ort. Das werde ich nicht überleben. Das werde ich nicht überleben. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Oh Gott, me. Can't compete with Rachel. Holy shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Wir haben nur noch eine. Wir brauchen die Kohle jetzt. Wir brauchen jetzt die Kohle. Ich hätte die gedacht klauen müssen, aber ich weiß nicht. Kann ich was von Chloe anziehen? Man, if I had stayed hidden, David wouldn't be targeting me. Ja, ist mir egal. BFF for life. Wow. I remember this old phone. We decorated it together. So, haben wir noch irgendwas nicht angeguckt? Hab ich das angeguckt? Ja, da war das Foto drin. The fact that she put the photo next to Rachel is so touching. So simple in the moonlight, so simple in the moonlight. Don't be a dummy, cover your willy. Fremd sich nicht mal. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. So, you never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. I was stupid, usually. I went through a boy toy phase, among other things. I can't see you with any of the and guys. And some other things. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, sexy, and sassy. Like me, right? Well, duh. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer and she wanted to be a model.
Keine neuen Nachrichten, wa? Ugh, still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Yay! Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Easy. Easy choice. Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl and girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Ja, dann halt nicht. Ich wollte doch nur mal kurz gucken. Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Sorry, not that easy. Oh, like I am? Just admit that you already macked on me, then used your rewind. Now I can see that you're saving yourself all for him. I am so going to best unfriend you for that. Scheiße, dass sie von der Fähigkeit weiß. I love that Chloe is so fearless. Die guckt nicht, sie ist doch zu hetero. Oh shit. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Let's rewind and find it out. Nehme ich die nicht mal mit? Was ist mein Plan? Was soll ich jetzt machen? Ich habe nicht aufgepasst. Frühstücken. Was war in dem Portemonnaie? Habe ich aber aufgemacht. Ich habe nur vergessen, was da ist. Oh my god, that smells so amazing. It's like when we were kids here. Stalk ich jetzt schon in den Sachen von ihrem Dad? Step. Wie nennt sich das immer? Step. Jerk? Step Jerk? Step. Irgendwas? Herum? Miss Clawfield, ich wollte Ihnen für alles, was Sie für meine Tochter getan haben, danken. Sie haben wahren Mut und Anstand bewiesen, als Sie ihr auf dem Dach zu Hilfe kamen. Sie haben wirklich alles getan, was möglich war, um Kates Leben lag nie in Ihren Händen. Kate ist nun in einer besseren Welt, aber sie wird in Gedanken immer mit uns sein. Und ich weiß, dass sie ihnen ein langes und gesegnetes Leben wünscht. Sie werden für immer in unserem Gebeten sein. Friede und Freude, Richard March. Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut. Ach stimmt, natürlich macht die gutes Frühstück. Sie arbeitet in einem Diner. Joyce looks so different in her street clothes. Ich finde, sie sieht genauso aus wie in den Arbeitsklamotten. Good morning, Joyce. Rachel. Max. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Pancakes oder Eier und Bacon? Diese Frage muss man jede Person stellen, die man kennt, und daran weißt du dann, ob du die Person magst oder nicht. Und selbst wenn du sie magst, musst du dir das nochmal überlegen
ob du wirklich mit dieser Person Kontakt haben möchtest. Weil jede Person, die Eier und Bacon zum Frühstück isst, ist entweder ein Ami oder einfach nicht in Ordnung. I'm dying for some of the famous pancakes. Einfach mal ein bisschen fronten. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William. And he loved them. I remember. We would race each other to grab them from the stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problemo. The eggs always come first, as Joyce used to say. I love that they still have the same refrigerator. Hä? Warum ist da keine Milch im Kühlschrank? Wowzer. Chloe still eats the same cereal. Warum steht die Milch hier? Kate's life was sure worth a nice exploitive headline. Apocalypse. Plötzlicher Schneefall und überraschende Sonnenfinsternis. Steht uns die Apokalypse bevor. Schülerin springt eine Black Academy öffentlich in ihren Tod. Die Bild. Gott, benutzt der Stiefvater die der Tasse? Alter, ich werde hardcore durchdrehen. Who drinks beer this early around here? Ja, frag mal. Geh nicht schon wieder raus auf die Schaukel, oder? Nimm jetzt die Milch. Now for the mother's milk. Leute, ich will jetzt wissen, ob ihr Pancakes oder Eier, Eggs zum Frühstück esst. Hitcher ist schon mal ein guter Mensch. Aber ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ihr kriegt sonst sofort einen Bann. Aber ihr müsst ehrlich sein. Pancakes. Alter, immer Pancakes. Aber noch lieber Krebs, ja, das ist nicht die Frage. Aber zum Frühstück? Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in LA. I'd love to think that too, Joyce, but... We're on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Frag mal und spul dann zurück. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. But Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Is she? Maybe. Rachel was so much cooler than me. Oh, you think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like a thousand now. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Ich will nicht mit dem am Frühstückstisch sitzen. Essen ist fertig. Oh, jeez. Can you help me get this bird out of here? Oh. Look at the poor bird. He seems kind of freaked out. I keep expecting to see the sky turn red. Nein, nicht rausgehen. Du sollst sie nur aufmachen. What the fuck is happening? Three dead birds lined up? That's fucking ominous. Ich würde reingehen, mich ins Bett legen und nicht wieder aufstehen. Wenn ich drei tote, vier tote Vögel finde. Oh, dead bird. Poor thing.
Es regnet tote Vögel. Hilfe. Er stirbt jetzt, wenn ich ihn erschrecke. Bird, be gone. Fly, you fool. Tschüssing. So, Breakfast Time. I guess nobody waters the plant here. I'm glad that's creamy and not crunchy. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Now that's what I call pancakes. Warum fotografiert sie das nicht? Nicht auf Instagram oder was? Bin ich fertig? Wie stehe ich auf? Seeing you again? Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Warum zeigen die uns das nicht? Wowzer. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. This was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? Yep. It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Geez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. So, jetzt nehmen wir hier alles draußen. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Wir müssen Kate rächen. No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. Step douche. I need more clues. Aye. Passwort 911. Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. 7171. Nothing in it. Ja, ich will auch andere Sachen suchen, nicht nur ein Passwort. Nothing to see here. Was ist mit diesen Akten? Ich will diese Akten lesen.
Oh. Maybe I could try Stepdad for the password. Chloe, ich bin so froh, dass du heute geboren wurdest. Danke, dass ich mich zu deiner Familie zählen darf. Von Herzen dein Stiefvater. Wow, das ist ja lieb. Der Mensch hat Gefühle, ich dreh durch. Das Stiefdädel überhaupt eine Übersetzung hat. Ja, das ist eine gute Idee als Übersetzung. I could try the license number for the password. Das benutzt, niemand benutzt das als Passwort, bitte. Hm. Maybe this ID number might work. Das klingt schon logischer. Oh mein Gott, kann ich den Waffenschrank aufmachen? Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. Worst hacker ever. Ist das irgendwas von der Army? Nope. No way, Max. You totally froze the laptop. Das ist ja auch OP. Dreimal das Passwort falsch eingegeben. Egal. Ich mach's noch dreimal. Und noch dreimal. Halt Familie. Niemals. Try again. Herzlichen Dank. No way, Max. You took the laptop. Hä? Bin ich jetzt doof? Das habe ich denn noch nicht benutzt. Das. Das kann sich doch kein Schwein merken. Such wrong. No way, laptop. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Looks like David has read this a lot. Passwort gesucht oder gefunden. What did he learn? David has been dragging his head around since 2001. Joyce might as well have wrote "Let's get married." Es war eine Ehre, sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen zu reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls sie es vergessen haben sollten. Nein. That might be a useful password. Eier, Würstchen, geiles Passwort. Ja, was ist das now für ein the Auto? Car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Even David Madsen might be an angel to somebody else. That's cute. Could be a password here. Ja, auf einen wahren Helden? Wer schreibt sowas? Ich kann hier aus der Tür raus. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Hooped. Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. Ja, das klingt gut. Das ist bis jetzt das Beste. Das probiere ich jetzt aus. Oh Mist. Score! Max the Hacker strikes again. Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim. Folgt Rachel zum Leuchtturm.
Bericht der Bay, Acadia Bay Polizei, Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber, 18, wurde 14, um 14.35 Uhr an der Blackwell Academy wegen des Besitzes von Rauschgifts angegriffen. Es wurde vom Sicherheitschef David Madsen gemeldet, der sich bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen, die mit Drohung und Verleugnung reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für weitere Übersicht. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Hört Kate und Dana über Besorgung für die Vortex-Party reden. Drogen? Kate mit ihrer... Sein Job ist doch nicht, alle zu stalken, oder? Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet. Sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Trau niemals Erwachsenen mit Spitzbart. Lol. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern, selbst von der Kirche. Drogen? Versuchte mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh. Drogen? Schuldig? This is so wrong. Oh, creepy bastard. Ih, mein Stundenplan. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad and mad. Drogen? Aber was ist, wenn man hier rausgeht? Kann ich hier rausgehen? Ich muss ja von hier kommen, eigentlich ist das gut. Ich bin ja hier auf Toilette gegangen. Ein Genius. What's up? Habt ihr euch gut gestritten? War ganz, ganz lange auf Toilette. Nice breakfast. David, Drogen? You back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Hallo, ich wünsche Ihnen auch einen angenehmen Morgen. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Oh mein Gott. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras. So he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Drama gestartet, yeah, I'm gerade. Just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. He used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt. Drogen? Drogen hätte das Passwort sein müssen, das stimmt. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. You were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. Oh, shit. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flanked.
Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. What have I done? I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. It's Batman. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Ich gebe mir für alles die Schuld, weil ich hier Sachen entscheiden muss. Ich habe Angst, in Real Life Sachen zu entscheiden. Dann bleibe ich immer erst 3 Minuten lang stehen, sehe so die Schrift links und rechts neben mir fliegen und denke dann immer so, was nehme ich jetzt? Ich kann nicht zurückspulen. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Nee, brauche ich auch nicht. Ich will die andere Seite gar nicht sehen, weil Hitcher hat recht. Wer auch immer. Nee, Marcy hat recht. Wer auch immer sich jetzt auf die Seite von David stellt, hat braucht dieses Spiel gar nicht spielen. Hat das nicht verstanden. Gehe ich jetzt weg? Gehe ich jetzt nach Hause? Mm-hmm.